Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Far Cry 5. Ja, wir waren gestern dabei stehen geblieben, dass wir jetzt weiterhin Punkte sammeln, um John irgendwann mal bekämpfen zu können, ordentlich bekämpfen zu können, ihn vielleicht sogar töten zu können, je nachdem, was unsere Mission ist, und damit unsere Kollegin, Partnerin retten. Da wir, glaube ich, keine Hauptmission mehr haben, also keine Story-Mission erstmal, sondern die jetzt in den anderen Bereichen sind, würde ich sagen, wir zerstören jetzt noch ein paar Silos, nehmen ein paar Außenposten ein und gucken mal, ob eine Mission, also eine Nebenmission, vielleicht auch ein paar Pünktchen bringt. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerzen zufügen. Der Vater. Geil. Danke, dass du Far Cry 5 spielst. Bitteschön. Danke, dass ihr mir die Chance ermöglicht, dieses Spiel auch mal aufzunehmen und bei YouTube hochzuladen. Sü. Bären wie diese habe ich noch nie gesehen. Hab einen Auftrag für dich. Was, du hast einen Auftrag für mich? Das viele reife Obst lockt Bären an. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße intus, die die Sekte hier eingelagert hatte. Jetzt sind sie nicht mehr zurechnungsfähig. Es ist zu gefährlich, sie zu fangen. Wir müssen sie einschläfern. Erreiche die Obstplantage. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Obst da. Ich weiß echt nicht, was gestern Abend los war auf dem Sofa. Ja, ja. So, Bären hinter der Obstplantage getötet. Drei brauche ich. Alter, wie viel so ein Bär aushält. Tut mir schon ein bisschen leid, die zu töten, wa? Nur wegen dieser blöden Sekte. Der kam auch aus dem Wald gerannt, wa? Dann kicken wir doch mal nach. Ach, hier ist das Suchgebiet. Da ist einer. Oh, nice, die letzte Kugel. Schwarzbärenhaut. Der sieht aber nicht schwarz aus. Zwei Vorteilspunkte. Dieses Kack-Bliss-Zeug. Es macht ein Hai.
Naja, was heißt high? Das macht dich irgendwie benebelt und dann bist du irgendwann bewusstlos. Schöne Kacke. So, wo sind jetzt hier die Bären? Einer fehlt noch. Boah, dass du hier nicht high wirst. Steht da in dem Blitzkackzeug, ey. Wo sind die? Der letzte Bär. Boah, Alter. Jetzt hat der mich erschrocken. Dieser Bär hat mich erschrocken. Du Wichser. Die Sünde muss bekannt sein, zu vergeben. In Abschlüssen mit Privatanbietern durch die Schulbehörde einen Verstoß gegen. Bitte warten. Ja, ich warte und ich warte und ich warte auf. Gekauft. Beute verkaufen. Was haben wir hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, die bringt nichts, die Körperpanzerung, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ne? Muss man noch dazu sagen. Reflex kostet 810. Visier 790, optisches Visier, Handhabung nicht gut, Genauigkeit per Ross ziemlich hoch, Reichweite auch. Ich denke mal, das wird erstmal reichen. Du bist das neue Hoffnungssymbol für das ganze Teil. Der arme Teddybär.
Kannst die heute in jedem Geschäft zu einem guten Preis verkaufen. Wo ist er jetzt hin? Ach, scheiße, doch eins. Ich hab ihn gehört. Da war er. Meine Güte, das war aber eine lange Mission hier. Für drei Bären. Schon krass. Aber gut, man sieht, neben Missionen geben uns auch Punkte. Auch wenn es nicht viel ist. Könnte ich doch einfach nur den Tag genießen. Die Sekte gibt sich alle Mühe, nicht? Ach, nee, die Karte ist ja hier. Erstmal gucken, was haben wir im Inventar. Vorteilspunkte. Ja, die müsste ich auch mal also wieder verteilen. Die habe ich total verpeilt. Erbeutet doppelt so viel wie bisher von Tieren und Pflanzen. Ja, hört sich ganz gut an, aber deine maximale Gesundheit auf 200% erhöht. Kosten. 7. 7 Vorteilspunkte. Der Schweißbrenner wurde dem Werkzeuggrad hinzugefügt. Öffne Saves und repariere Fahrzeuge damit. Ist auch geil. Ich gucke erstmal noch ein bisschen rum. Nahkampf sind robuster und effizienter. Nahkampfwaffen sind robuster und effizienter. Schnelleres Nachladen, Zielen und Wechseln von Faust- und Nahkampfwaffen. Mehr Stabilität, weniger Streuung funktioniert auch in der Arcade. Okay, cool. Schaff Platz für mehr Gegenstände in deinem Inventar, darunter für bis zu 5 Erste-Hilfe-Sets funktioniert auch in der Arcade. Oh, nicht schlecht. Trage mehr panzerbrechende Brandmunition, so viel Spezialraketenwerfermunition mit dir. Funktioniert auch in der Arcade. Auch nicht schlecht. Ja, gute Frage, was verbessern wir jetzt? Du kannst nun eine dritte Waffe jeden Typs. Ah, das ist geil. Das brauche ich unbedingt, weil da kann ich jetzt auch noch ein LMG mitnehmen. Falls ich eins finde. Oder einen Raketenwerfer. Auch gut, ne? Also, das wäre auf jeden Fall. Trage mehr MP und Schrotflintenmunition mit dir. Na, wie wäre lieber. Was ist das? Zurückwerfen. Wirf Geschosse wie Granaten und Dynamit zurück. Wenn RB erscheint, funktioniert auch in Arcade. Achso. Gehe, sprinte und lande leiser. Erleide weniger Schaden und stürze funktioniert auch in der Arcade. Gut, das könnten wir ja beim nächsten Mal auch noch machen, ne? Also ich wäre erstmal dafür, dass wir noch eine dritte Waffe mitnehmen.
Schalte den Gleitschirm frei, setze ihn im freien Fall ein, den du A gedrückt hältst. Was haben wir hier? Du schwimmst schneller und kannst länger unter Wasser die Luft anhalten. Ja, gönnen wir uns noch, wa? So. Dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen was freigeschaltet, So, was habe ich denn hier alles? Was kann ich denn überhaupt basteln? Köder. Herstellung von Homophetikat im Werkzeuggrad. Panzerbrechende Gewehrmunition. Oregano. Ist klar. Deswegen auch in einem Zipbeutel. Komponenten. Klar, mir fehlt diese eine Pflanze da, fehlt mir. Verringert den erlittenen Schaden erheblich. Markiert alle Tiere und Gegner in Sichtweite und lässt das Raubtiere fliehen. Schneller erhöht für eine ganze Zeit deine Geschwindigkeit. Ich kann ja nichts herstellen. Ist ja öde. Okay, gut. So. Jetzt? Was machen wir jetzt? Hier wäre noch eine Nebenmission. Hier ist ja der Außenposten, stimmt. Den könnten wir als nächstes einnehmen. Aber zuerst. Erstmal ein bisschen Kraut mitnehmen. Oh. Toll, hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt meinen zweiten Molly nicht geworfen. War hier nicht gerade noch ein Gefangenentransport? Hey!
Alter. Los! Ja, dann schieß doch mal. Bombe ist unterwegs. Alter. Ich nehme hier oben Schaden. Was ist eigentlich Ihre Aufgabe hier? Gib mir den Raketenwerfer, Mutti. Wo ist er denn? Wahrscheinlich schon tot. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Passiert. Komm schnell. Schade. Das waren nämlich gerade die Trucks, die ich noch zerstören sollte. Das war einer von denen. Ärgerlich, dass sie mich immer wieder kriegen. Aber gut, wenn da drei mit so einer Minigun auf dich ballern, ist natürlich auch schon. Na klar, ich spawn hier gleich wieder und werde gleich wieder attackiert, wa? Der war nicht schlecht. Ich würde so gern zusehen, wie du meine Scheiße. Ich glaube, ich habe mich vollgepinkelt. Was? Ich glaube, ich habe mich vollgepinkelt, will ich mich verarschen? Bitte erzähl keinem, dass ich so überrumpelt wurde. So. Jetzt aber zum Außenposten. Jetzt verbringe ich die ganze Folge damit, Geiseln zu befreien oder irgendwelche Typen zu töten. Thank you.
kleine Abkürzung. Durch den Wald. Oder auch nicht. Ach man. Naja, nicht schlimm. Laut. Dem Wegpunkt sind wir gleich da. Das sind mir den Weg aber auch nicht markiert. Verdammt. Na gut. Boah, nur bei Berg und Wald. Ich dachte, jetzt sehe ich da gleich hinterm Hügel diesen verwichsten Außenposten, aber nein. Jetzt aber, oder? Ja, da hinten qualmt es doch schon. Das verrät doch immer nach Außenposten. Ja, da unten ist er. Okay, gut. Das hat mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht, Außenposten einnehmen bei Far Cry. Nimm dir alles weg. Oder eine Schrotflinte. Oh, Scheiße. Hey, Freundchen, ja? Bam!
Ultimativer Überlebenskünstler verbessert. Weniger Komponenten benötigt. Deine Seele ist vergiftet. Krank. Von Krebs zerfressen. Also muss sie herausgeschnitten werden. Aber du lehnst meine Hilfe ab. Du weigerst dich, Ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Warum habe ich jetzt so ein komisches... Ah, noch nicht ganz. Fehlt noch ein bisschen was anscheinend. Gut, die Folge ist jetzt sowieso erstmal zu Ende. Aber ich könnte ja mal gucken. Hier sind noch ein paar Nebenmissionen, die wir noch erledigen könnten. Da ist noch eine. Hier. Ja, aber so ein paar Außenposten wären vielleicht auch noch gut. Hier, die Ecke habe ich noch gar nicht erkundet. Vielleicht sollten wir mal hier hinfahren. Hier lang und dann hier über die Brücke. Und vielleicht sind hier noch ein paar Außenposten. Darauf hätte ich nämlich Lust drauf. So, Schroflint damals auch. Ein schönes Sturmgewehr. Und, irgendwann mal eine Pistole. Gar nicht so leicht, einen Elch zu töten. Erst recht nicht einen Verrückten. Genau das war. Kann ich mir noch ein Erste-Hilfe-Set leisten? Oh ja, kann ich mir noch leisten. Aber gerade so. Was gefehlt hat, ein Killer-Elch, dass du diesen Ort befreit hast. Yeah. Nein. Nicht so leicht, einen Elch zu töten. Erst recht nicht einen Verrückten. Ich will dich an. Um aus dem Bunker zu kommen. Dafür schulden wir dir aber wohl. Ja, wusstet ihr noch nicht? Ich bin Houdini. Hey, du. Houdini mit Knarre. Ach nee, das ist nicht schön. Mary May redet echt viel von dir. Distanzgegner. Und Scharfschütze. Und dann noch so eine Süße. Na dann. Das schaffen wir. Sehr gut. Sie ist voll motiviert. Wow. Ich bin es auch. Und dadurch sehen wir uns in der nächsten Folge mit 2 Erste-Hilfe-Sets, eine Schutzweste, Schrotflinte und einem Sturmgewehr voller Munition. Und ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, ein paar Außenposten noch. Dann machen wir noch ein paar Nebenmissionen. Da gibt es mal schön ordentlich Kohle. Dann könnten wir uns vielleicht noch ein paar Waffen nachkaufen. Und dann würde ich sagen, beende ich hiermit die Folge. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hoffentlich. Tschüss, bis dahin.